So, Freunde, ich grüße jeden, der sich auf das Video verirrt hat. Dadurch, dass das Spiel durch die ganzen großen Streamer endlich mal gehypt wird, ein bisschen, gibt es bei Rust was geschenkt. Dazu geht ihr entweder auf die Twitch-Seite, geht auf Drops, geht auf alle Kampagnen. Hier seht ihr die ganzen Kampagnen von Sectus Age, von Smite, von Eternal Return, von was auch immer. Von Crossout und hier unten sind dann die ganzen Rust Twitch Drops. Wir sind schon in der Runde 5 angelangt. Ich habe nicht alle Runden mitgenommen. Am Anfang waren die Streamer wirklich total, total bescheiden. Wirklich, da haben sie einfach nur die größten Streamer genommen, haben die an dieses Spiel rangesetzt. Und das, was die da gespielt haben, das ist einfach überhaupt kein. Das hat nichts mit Rust zu tun. Das ist einfach nur Roleplay und keine Ahnung, auf irgendeinem Gammel-Server, wo am besten keiner drauf ist und dann fangen sie da an, ihre Base zu bauen. Oder auf irgendeinem Roleplay-Server, wo dann neunfach ist, damit sie auch schön pro Schlag, keine Ahnung, was weiß ich, 300 Steine rauskriegen oder so. Das ist kein Rust, was die spielen. Das ist einfach nur total affig. Meines Erachtens total affig. Gut, davon mal abgesehen. Die Runde 5 geht jetzt vom 11. Februar bis zum 18. Februar. Hier war die Runde 4, die ging vom 4. Februar bis zum 11. Februar. Habe ich mir auch einiges abgegriffen. In Twitch ist es alles ein bisschen unübersichtlich. Da kann man das hier ganz gut sehen und auch den Drop dann abgreifen. Hier kann man halt prozentual sehen, wie viel Prozent, also wie viel Stunden man das schon geschaut hat oder wie viel Prozent man von diesem Streamer schon geschaut hat. Ich mache das alles über die Twitch-Facepunch-Seite, weil das einfach übersichtlicher ist. Hier loggt ihr euch dann ein mit eurem Twitch-Account, müsst das autorisieren, dass das auf euren Twitch-Account zugreifen darf. Dann seht ihr die neuen normalen Streamer-Drops von den Streamern. Hier seht ihr direkt, wer ist offline. Wer ist online? Wer ist live? Zack. Könnt ihr dann so im Hintergrund laufen lassen, ohne Sound. Bei den meisten Streamern ist das auch angebracht. Ja, auf jeden Fall, die sagen mir alle gar nichts. Serwinter ist richtig cool, ein richtig geiler Streamer. Der macht das auch schon Rusty jetzt seit ewigen Jahren. Richtig fett, der hat es auch richtig drauf. Dann habt ihr noch Beachills, der hat es auch richtig drauf. Der spielt meistens in einer Gruppe, in einer größeren. Der Winter, glaube ich, auch, wenn ich mich nicht irre. Ja, müsst ihr halt von jedem 2 Stunden den Stream angucken. Dann habt ihr noch die General Drops. Die General Drops bekommt ihr nach dem ersten Video, bekommt ihr diesen Hammer. Nach dem zweiten Video bekommt ihr diese Maske. Und nach dem dritten Video bekommt ihr die Satchel. Der hier, Prinz Witz, der macht richtig coole Videos. Der macht so Trap-Bass-Videos. Der hier sagt mir gar nichts, der oder die sagt mir gar nichts. Und Jordan Rance ist natürlich Kult, der macht das auch schon seit Jahren. Das ist ein Engländer, der ist auch ein bisschen jünger noch, aber der macht richtig coole Solo-Player-Videos, auch mit Solo-Raiding und so. Der ist richtig, richtig fett. Den müsst ihr euch auf jeden Fall, also die beiden müsst ihr euch auf jeden Fall mal angucken. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schnappt euch die Drops. Bis denn dann. Ciao.